Im heutigen Video zeigen wir euch das Shure MXA 910 Deckenmikrofon. Wir zeigen euch, wie das Mikrofon montiert werden kann, welche Funktionen es hat und was es so außergewöhnlich macht. Eine gute Mikrofontechnik gehört heutzutage zum Standard in einem Konferenzraum. Neben der guten Technik möchte ich aber natürlich auch versuchen, dass die Mikrofone möglichst unsichtbar verbaut werden. Das erreicht das neue Shure MXA 910. Das ist ein Deckenmikrofon, was kaum sichtbar ist. Bei den herkömmlichen Mikrofonen, die heutzutage oft eingesetzt werden, bei den Tischmikrofonen, ist es der Nachteil einfach, dass die Geräte auf dem Tisch stehen, man sieht die Kabel, macht optisch nicht den besten Eindruck. Zudem ist es so, dass für die Mikrofone ja noch die Regel in der gilt, dass die Mikrofone ein Arm breit entfernt sein sollten, weil sonst einfach der Pegel nicht mehr stimmt. Das Mikrofon von Shure geht hier einen anderen Weg. In dem Mikrofon sind verschiedene, ganz viele Mikrofone eingebaut, die es ermöglichen, eine gesamte Fläche abzutasten. Doch fangen wir erstmal mit der Montage an. Die Maße von dem Mikrofon liegen bei 60x60. Sie können also ohne Probleme das Mikrofon in eine Odenwalddecke einfügen. Das heißt, ich hätte mit der Decke einen flächigen Einbau. Sofern das nicht möglich ist, kann ich das Mikrofon aber auch abhängen. Durch die Leiste hier macht es einen sehr schönen Eindruck und ich habe hier die Möglichkeit, Ringe zu montieren mit feinen Stahlseilen und das Mikrofon zum Beispiel, wenn der Raum sehr hoch ist, 2-3 Meter sogar abzuhängen. Bei der Montage ist nicht viel zu beachten. Das Mikrofon hat keinen Stromanschluss, keinen Netzwerkanschluss. Das Einzige, was ich benötige, ist ein Netzwerkkabel. Cat 5 oder höher sollte es sein, also gut abgeschirmt. Und übertragen wird die ganze Audiotechnik über das Dante-Protokoll. Das ist netzwerkbasiert und ermöglicht die Übertragung der Signale über sehr, sehr weite Strecken. Wichtig ist, dass über das Netzwerkkabel der Strom kommt, also ein Power over Ethernet. Nochmal kurz zum Dante-Protokoll. Das ganze System ist IP-basiert. Das heißt, ich kann verschiedene Systeme im Dante-Universum zusammenschalten und einzelne Geräte anschalten. Somit lässt sich zum Beispiel auch nicht nur ein Mikrofon hier verwenden, sondern auch 2, 3 und die ganzen Mikrofone können dann kaskadiert werden. Der Abstand der einzelnen Geräte, die mit dem Dante-Protokoll arbeiten, kann so circa bis zu 80 Meter betragen. Dante ist ein Protokoll, was von vielen Firmen genutzt wird, also nicht nur von Shure. Also auch bei Crestron wird es zum Beispiel verbaut. Das ist sozusagen in der Audiotechnik fast ein Standard heutzutage. Was ist jetzt das Besondere an dem Mikrofon? In dem Mikrofon sind sehr viele Mikrofone eingelassen, die eine große Fläche abdecken. Hinter den Mikrofonen steckt aber eine gewisse Logik, beziehungsweise hier in dem Mikrofon. Das heißt, ich kann mit Hilfe einer webbasierten Oberfläche die Zonen konfigurieren. Bis zu 8 Zonen können eingestellt werden. Das heißt, jedes Mikrofon kann an den Raum individuell angepasst werden. In dem Mikrofon befindet sich eine DSP, ein Soundprozessor. Der sorgt dafür, dass diese einzelnen Zonen, die 8 Stück an der Zahl, man kann natürlich auch weniger konfigurieren, über eine Automix-Funktion aktiviert werden, sobald sich in der Zone jemand befindet, der spricht. Was ich dadurch erreiche, ist, dass ich einen konstanten Pegel habe. Wenn aus der einen Zone kein Ton kommt, wird kein Rauschen zugeschaltet. Das heißt, erst ab einem bestimmten Schwellwert schaltet sich die Zone zu und genau dieses Signal wird dann durch die DSP bearbeitet. In der DSP befindet sich dann noch ein Echo-Canceling und noch ein Equalizer. Das heißt, das Mikrofon kann auch noch an die Raumverhältnisse, die Echo und den Frequenzgang natürlich beeinflussen, angepasst werden. Wie gehe ich jetzt weiter vor, wenn ich das Shure montiert habe? Ich habe meine Netzwerkverbindung. Über das Netzwerkkabel wird mein Dante-Protokoll übertragen. Wie kann ich jetzt aber das praktisch nutzen, zum Beispiel für eine Webkonferenz? Dafür gibt es von Shure einen Prozessor, den P300 IMX. Es gibt auch noch eine kleinere Version. Da sind ein paar, hat ein bisschen weniger Funktionen. Bei dem Modell ist es halt so, dass ich auch hier wieder einen Netzwerkanschluss habe fürs Dante-Protokoll. All die Geräte müssen in den Switch übrigens laufen, der natürlich das PoE hat. Der sollte auch relativ leistungsstark sein, weil die Geräte doch recht viel Strom verbrauchen, also kein einfaches Netzteil haben. Verbinde also auch den
den Soundprozessor hier mit dem Dante-Netzwerk und habe jetzt hier bei dem P300 die Möglichkeit, über einen USB-Kabel eine Verbindung zum Laptop zu machen. Und das war es im Prinzip auch schon. Sobald ich hier die Verbindung zum PC herstelle über ein USB-Kabel, habe ich zum Beispiel bei Skype die Möglichkeit, oder Skype, ich habe nicht die Möglichkeit, Skype erkennt dann aber sofort, beziehungsweise das Windows-System oder Mac erkennt das Shure sofort als vorhandenes Mikrofon. Wenn Sie das Produkt interessiert, das Shure MXR 910, gerne einen Termin vereinbaren mit unserem Office in Köln oder Berlin und besuchen Sie vor Ort in Ihrem Office, können Ihnen dann ein individuelles Angebot erstellen mit einem Deckmikrofon, Videotechnik, also auch mit einer Videokamera, Beamer, Displays, alles in unserem Portfolio, können Ihnen dann eine individuelle Lösung anbieten. Ich freue mich auf Ihren Anruf.